Jetzt tue ich die Bands unten in die Tür oder die Fenster zu Hause. So, jetzt gehe ich noch so weit, wenn ich nur einen Band zur Verfügung brauche. Okay, so, here we go. Okay, jetzt ich möchte ein bisschen auf meine Rückenmuskulatur, Schulterblätter, ich will keine Hohlkreuz haben, so wir müssen immer gucken, was wir machen mit dem Becken und so. Es ist vieles so feingefühlig, was wir tun sollten hier. Jetzt habe ich meine Ausgangsposition. Jetzt gehe umrum meinem Körper, Chris, mal gucken, was genau in die Muskulatur passiert, jetzt in die Ausgangsposition. Wie man sieht, mein Becken ist nach vorne, aber nicht so nach vorne, den habe ich in der Hohlkreuz. Ne? Ich habe mein Becken nach vorne, aber nicht extrem. Ne? Nicht extrem nach vorne. Ne? Ich habe auch Kontrolle über mein Becken, dass er nicht nach hinten geht. Das wollen wir ja auch nicht unbedingt. Ne? So, okay, jetzt wir drücken nach oben für die Schultermuskulatur. Deswegen habe ich die Bands in der Tür unten oder die Fenster unten reingestellt, dass ich meine Schultermuskulatur trainieren, meine Schulterblättermuskulatur trainieren, meine Posterior Delta Schulter trainieren gezielt durch den Widerstand und das Glutmuskulatur trainieren, Oberschenkel trainieren und Bauch trainieren, weil durch dieses von unten nach oben Belastung die alle müssen mit unterstützen, dass ich dieser einfache Bewegungsablauf ausführen können. 20 Wiederholungen mal 2. Okay.